Penner, irgendjemand? Jet, I'll find a way to get you off that thing. Und wer bist du? Ja, der scheint auch nichts zu tun. Laufen wir mal hinterher, hier schnell. Der sieht auf jeden Fall ziemlich feindlich aus. Und das mögen wir hier nicht. So, Munition noch voll. Ach du Scheiße, das ist ja... Ah... Ist der jetzt erledigt? Nein, immer noch nicht erledigt. Aber jetzt ist der erledigt. Aber wir sind auch so ziemlich erledigt. Boah. Mann, oh Mann, das ist aber nichts für schwache Nerven hier. Ja, und die Welt dreht sich wieder so um 35 Grad und... Was waren das für Biester? Ah. Was die hier auch immer nur anstellen wollen, ne? Sehr, sehr merkwürdig. Also schick sieht das nicht aus, ich geb's zu. Geht's dir gut? Ja, eben scheint's gut zu gehen, eindeutig. Irgendwie habe ich immer das Bedürfnis, E zu drücken. Ich weiß auch nicht warum. Jemand da? Hallo? Na gut, dann gehe ich ja eben nicht durch, ne? Schade, ich hätte jetzt zu gern gesehen, wo genau wir uns befinden. Aber offenbar müssen wir das auch nicht. Und wofür genau ist das? Ich habe Angst, da jetzt was anzumachen und nachher ist dann irgendwie alles kaputt oder so. Ja, Guck ich hier mal lang. Bevor ich jetzt die Welt irgendwie zerstöre. Achso, wahrscheinlich müssen wir dieses Ding hier aktivieren. Wer jetzt mal so gemutmaßt. Ah, schon wieder E gedrückt. Was ist denn das? So. Kurz Licht angeknipst. Yo, das ist doch mal abgefahren hier. Na gut, sollen sie machen, ne? Nun ist der Weg auch aktiviert hier. Moment, wie konnte man noch speichern? War das mit F6 oder so? Nee, war es nicht. Dann eben nicht. Aber irgendwie konnte man das auf jeden Fall. Kann ich die... Moment, wie rum bin ich jetzt eigentlich gerade? Hier kommen wir, glaube ich, her, ne? Jo, sieht gut aus. Dann kann ich da doch bestimmt auch irgendwie raufspringen, oder? Immer so Orientierung. Und wo genau sind wir jetzt? Wir sind genau da, wo wir hätten sein sollen, okay. Da sollen wir offenbar nicht hin. So... Hier sollen wir auch nicht raus. Okay, dann gehe ich nochmal auf diese Plattform rauf. Dann müssen wir eben uns an der Wand langhangeln. Das sieht aber auch geil aus, das Ding. Eben war das noch das Dach und jetzt ist plötzlich ein Schwimmbecken. Super schick, aber wer genau bist du jetzt? Da drin sieht das aus wie eine Sonne. Diese Außerirdischen, du wirst hier auch immer für Sorgen haben. Spiel hier später. Gut, dann brauche ich das ja gar nicht mehr machen. Irgendwie hatte ich da gerade so gewisse Bedenken. Ich glaube, das war dieser Kollege da oben. Der mal wieder Husten hatte und das mag ich nicht so gerne. So, jetzt schweigt er, aber das gefällt mir schon besser. Bastards. Wir sind hier nicht allein, aber irgendwie haben die auch nichts gegen uns. Das ist so, finde ich, nicht schlimm.
Und das hier waren noch so Bombendinger, oder nicht? Wava. Ob ich den mal so ein bisschen anschießen soll? Nicht, dass mich hier gleich jemand anfällt, das wollen wir nicht. So. Schade, das ist geschlossen. Wir können hier also nicht lang gehen, sonst würde ich gerne an der Decke zurück und dann. Na, easy cheesy des Weges und so. Was ist denn das? Angst? Nee, da hilft auch nicht diskutieren. Was genau ist das? Da hilft auch nicht diskutieren. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Dinger daher kommen. Vielleicht müssen die nur an die richtige Position, an die richtige Stelle gebracht werden. Entweder zur Tür oder irgendwie hier rauf. Probiere ich gerade mal, wenn das Ding dann mitkommen will, für dieser kleine Fußball. Hey, sieh, kleiner Fußball, kommst du mal mit? So, ein bisschen hier so, ein bisschen da so. Nee, ich habe das Gefühl, das wird nichts. Dann gehen wir doch mal zur Tür da hinten hin. So, und... So. Sie elendiger Schuft. Und ich glaube, diese Munition von da drüben nehme ich auch nochmal mit. War die hier? Nee, hier auf jeden Fall nicht. Mir war so, als wäre hier noch irgendwas gewesen. Na, vielleicht habe ich es auch schon auf so einer Erkundungstour eingesammelt. Mag ja sein, mag ja sein. So. Eingesammelt und durchgeschlendert. Ah, this looks safe. Ich bin ein ganz kleines wenig sprachlos. Auf Zug des Todes oder so. Ja, ich glaube, wir hüpfen da einfach mal rauf. Ey. Schnell. Ja, ganz einfach, ne? Also. Ja, hier kommen wir nicht durch. Was soll das? Da würde ich das so gerne durch. Das geht aber auch tief runter hier. Na gut. Oh nein, wir sind ein wenig abgerutscht hier. Das ist auf jeden Fall nicht im Sinne des Erfinders. It is time to let go of the mortal world, Tommy. Time to become a part of the sacred fire. Let go now. Wir wollen aber noch nicht. Wir sind noch nicht bereit. Übergangsriten. Und mal wieder ein epischer Ladebildschirm. Wow. Come, Tommy. Join me. Grandfather? What is this? Where am I? Talon will guide you. Yes, Talon. It can't be. Bist du Talon? Wahrscheinlich nicht. Da kommen wir nicht rüber. Silugi. I saw you die. Where? Where am I? This is the land of your fathers, Tommy. The land of the ancients. The land of the... All that Cherokee crap, it's a bunch of superstitious bullshit. I don't believe this. Your beliefs will soon change. How did I get here? Your spirit guide, Talon, brought you here. Talon? My pet hawk? He's been dead since I was a boy. All your life you have rejected the ways of your ancestors. Now you must embrace your heritage.
if you are to survive. I don't have time for this. Jen's in trouble. I've got to find her. You must learn the old medicine, Tommy. It is the only way. Let me show you. Okay, bin dabei. So. Großvater geht's offenbar gut hier unten bei den Ahnen. Die rocken hier alles Mögliche. Von einer Party zur nächsten. Und sehr schöne Kerzen haben die aufgestellt. Alles sehr schön romantisch, haben ein bisschen sich künstlerisch ausgelassen. Ja, sehr schön hier, wo auch immer die denn gerade sind. Also von Planeten muss man wahrscheinlich nicht sprechen, sondern mehr so... vielleicht auch, wo sie nicht sind. Beyond this door is a test. Na, wenn du das sagst. Sieht sehr gebrechlich aus. Let me out of here. I've got to get back to Jen. You must believe in the old ways if you are to succeed. You must step outside your earthbound shell, Demasi. Let your spirit carry you where your body cannot pass. Through the fire. Okay. Wir unternehmen also eine ganz kleine Seelenwanderung. Hoppala. Und schwuppdiwupp sind wir drüben. Und ich nehme mal an, hätte ich das jetzt nicht gemacht, dann wären wir gnadenlos verbrutzelt. Was denn eher nicht so gesund ist. So. Ups. Achso, Icefee. Good. You may now return to your body. You have learned well. No mortal obstacle can stand in the path of your spirit. You become like Chameleon, who moves unseen, invisible. Okay, I've passed your little test. Send me back. First, you must master the bow. You must learn to fight. Not a problem. The army taught me to kill, remember? You fought in white man's wars, with white man's weapons. Now it is time to fight with your own. Go to the spirit cave. In Ordnung. Sehr cool, was der alte Mann drauf hat. Und unsere Seele von A nach B schicken. Ach ja, kleines großes Modell. This bow is the weapon of your spirit form. But your bow must be replenished. Claim the spirits of your fallen enemies. There is still much to learn. The power of the Dark Ones grows ever stronger. I don't have time for this. Jen needs me. As you wish. Talon will guide you. He will become your eyes and ears. Heed his warnings well. Talon, der alte Fuchs, der kleine Süße. Zweite Chancen. Das kann ich ja gerade nicht lesen. Sieht aber irgendwie nach einer Brille oder einem Fahrrad aus, was da vorne an der Wand steht. Ja. Nee, ich glaube doch eher der Brille für Außerirdische. Okay. Wer sind denn Sie? Hi. Habe ich Sie bestellt? Ja, schon mal beruhigend, dass jetzt die Tropfen wieder von oben kommen. Er sieht ein ganz kleines wenig entstellt aus. Hey! Ich hab dir auch nichts getan. Smokey hier doch nicht mal den Dicken. What? Who said that? Okay, oder auch nicht okay. Je nach Definition. Sind wir wohl gerade voll? Ich hoffe, ich verärgere die nicht, wenn ich in deren Nähe bin. Das ist doch so inständig. Ich glaube, da runter können wir. Ich hoffe, der alte Geselle ist uns jetzt nicht böse oder so.
Ja, ich habe ein wenig Angst vor ihm, dass er mich gleich anfällt, so wie der andere. Aber schnell mal hier. Ne, ihm geht's gut. Na gut, dann... Okay, alle sind friedlich hier. So, das hat ihn auch gleich mit ausgeräumt. Dann kurz mal Munition auffrischen und... hinab ins Vergnügen.